RTV Kompakt beschließt eine aufregende Woche mit diesen Themen. Gute Aktion, Bürgerpreis für ehrenamtliche Kinderhelfer. Schlechte Karten, Behinderungen für Autofahrer. Und schöne Tradition, Einladung zum Tag des traditionellen Handwerks. Glück auf! Der durchschnittliche Bruttomonatsverdienst für Vollzeitbeschäftigte im produzierenden Gewerbe- und Dienstleistungsbereich im Freistaat Sachsen lag im zweiten Quartal dieses Jahres ohne Sonderzahlungen bei 3.207 Euro. Das hat nicht RTV ermittelt, sondern das Statistische Landesamt Sachsen in Kamenz errechnet. Die 3.207 Euro sind allerdings 1,8% weniger als im zweiten Quartal 2019. Dabei ist diesmal besonders zu erwähnen, dass die jetzt veröffentlichten Bruttomonatsverdienste ausschließlich die von der Arbeitgeberseite gezahlten Verdienste beinhalten. Kurzarbeitergeld ist eine Lohnersatzleistung, die von der Bundesagentur für Arbeit bezahlt wird und deshalb in den hier ausgewiesenen Bruttoverdiensten nicht enthalten ist. Beschäftigte, die von Kurzarbeit betroffen sind, wurden mit den entsprechend gekürzten Verdiensten und gekürzten Arbeitsstunden in die Datenmeldung der Verdienststatistik einbezogen. Die Meldungen für das Erzgebirge und die beginnen heute in Dresden. Zum 10. Mal ist am Mittwochabend der Sächsische Bürgerpreis verliehen worden. Die Festtagsrede in der Dresdner Frauenkirche hielt Landtagspräsident Matthias Rösler. Als dann die Kategorie Menschen helfen, gemeinsam stiften aufgerufen wurde, durfte sich die Aktion Kinderherzen Erzgebirge, Hilfe für Kinder in Not, freuen. Die Laudatio hatte zuvor die SPD-Bundestagsabgeordnete Simone Lang gehalten. Die Aktion, hier Archivbilder von einer Geschenkübergabe des Grünhainer Motorsportclubs, hat 12 ehrenamtliche Mitarbeiter. Gekümmert wird sich um Kinder aus sozial schwachen Familien. Derzeit sind das 500 Kinder aus dem ehemaligen Landkreis Aue-Schwarzenberg. Zahlreiche Veranstaltungen wurden durch die Aktion Kinderherzen durchgeführt. Traditionell werden im Advent Geschenke für die Kinder liebevoll verpackt. Die Aktion war im Jahr 2002 aus dem Umfeld der Schwarzenberger Tafel hervorgegangen und genießt im Raum Aue-Schwarzenberg hohe Anerkennung. Der Sächsische Bürgerpreis wird für einen herausragenden Einsatz für Demokratie, Zusammenhalt und gelebte Menschlichkeit verliehen. Die Schüler machen Ferien, da beginnen auf den Straßen im Erzgebirgskreis nochmal jede Menge Baustellen. Umleitungen sind jeweils ausgeschildert. Vom 19. bis voraussichtlich zum 30. Oktober kommt es in Ehrenfriedersdorf auf der B95 zu Einschränkungen für die Fahrtrichtung Annaberg-Buchholz. Angesetzt sind Arbeiten im Auftrag der Deutschen Telekom. Im gleichen Zeitraum ist die S261 zwischen dem Ortsausgang Wiesenbad und dem Abzweig nach Neuendorf für den Durchgangsverkehr vollgesperrt. Grund hierfür sind die Fällung von mit Borkenkäfern befallenen Bäumen und Sicherungsmaßnahmen an einem Fels. Ebenfalls vom 19. bis voraussichtlich zum 30. Oktober ist in Tannenberg die Schlettauer Straße für den Durchgangsverkehr vollgesperrt. Grund hierfür ist ein Durchlassbau auf Höhe der Hausnummer 6. Des Weiteren kommt es in Tannenberg im genannten Zeitraum aufgrund einer Fahrbahnerneuerung im Kreuzungsbereich Schlettauer Straße und Geiersche Straße zur Vollsperrung des genannten Bereichs. Im Burkhardsdorfer Ortsteil Chemtau wird ab Montag die B180 für längere Zeit zur Baustelle. Am Bahnübergang wird die Bahnquerung erneuert. Die B180, die hier auch Zwönitztalstraße heißt, muss deswegen in Höhe des Bahnübergangs voraussichtlich bis 12. Dezember voll gesperrt werden. Eine Umleitung ist ausgewiesen.
In Thum ist ab Montag bis voraussichtlich Monatsende die Auerbacher Straße in der Ortslage im Abzweig zwischen B95 und dem Ortsausgang für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Grund hierfür ist der Straßenbau. Im Jahnsdorfer Ortsteil Leukersdorf beginnen am Montag zwei Baumaßnahmen. So ist die Hauptstraße bis voraussichtlich Monatsende im Bereich Haus Nummer 46 wegen einer Verlegung eines Mischwasseranschlusses voll gesperrt. Außerdem wird im Bereich Haus Nummer 124 ein Gashausanschluss verlegt. Zwischen Eibenstock und Schönheide tritt im Bereich der Straße seit längerem immer wieder Wasser durch den Asphalt. Um diese Gefahrenstelle noch vor Wintereintritt zu beseitigen und das Wasser gezielt ableiten zu können, muss die B283 für einen Durchlassbau während der Herbstferien voll gesperrt werden. Zusperrungen in Aue Bad Schlema. Bis voraussichtlich 27. November wird im Ortsteil Bad Schlema im Bereich der Hauptstraße in Höhe Hausnummer 18-18a ein Misch- und Abwasseranschluss neu verlegt. Für die Baumaßnahme ist eine Vollsperrung des Fahrverkehrs erforderlich. Der Fußgängerverkehr wird gewährleistet. In Aue erfolgt bis voraussichtlich 19. November im Bereich des Glückaufweges in Höhe Hausnummer 4 bis 17 nach der Einmündung zu den Märkten Jawohl, Aldi, Taco die Verlegung eines Telekom-Kabels. Auch für diese Baumaßnahme ist eine Vollsperrung notwendig. Der Fußgängerverkehr sowie die Erreichbarkeit der Hauseingänge und des Kindergartens werden aber gewährleistet. Für Fußgänger wird in Annaberg-Buchholz die Wegeverbindung zwischen dem sogenannten Pesttor an der Geiersdorfer Straße und dem Busbahnhof komplett instand gesetzt. Dazu erneuern Mitarbeiter des städtischen Betriebshofes die Entwässerung des Weges und bringen eine neue Asphaltdecke auf. Außerdem wird die Beleuchtung in diesem Bereich erneuert. Gebaut werden soll bis Ende Oktober. Die Stadt investiert dafür rund 15.000 Euro. Wir bleiben in der Kreisstadt. Aufgrund von Bauarbeiten für einen Fernwärmehausanschluss wird dort die Adam-Ries-Straße auf Höhe des ehemaligen Hotels Goldene Sonne vom 19. bis voraussichtlich 30. Oktober voll gesperrt. Nachzulesen ist das alles ab Sonntag im Internet unter erztv.de. Dort haben wir auch Infos zu weiteren Straßensperrungen ab Montag, denn wir haben hier nur eine Auswahl vorgestellt. Ein heimatgeschichtliches Kleinod in Lößnitz ist die ehemalige Dampfbrauerei Schwarz am Niedergraben. Hier hat der Lößnitzer Brauereiverein sein Domizil. Der Verein hält das Braurechtprivileg am Leben, das die Stadt seit 1284 hat. Die ehemalige Dampfbrauerei wird immer schöner und einladender. Dabei wird neben der Braukunst weiteres traditionelles Handwerk gepflegt und bewahrt. Wie Handwerk in Lößnitz geachtet wird, sieht man, dass Handwerksmeister André Engler tolle Sitzgarnituren gemacht hat. Die Handwerker aus Bad Staffelstein haben uns das tolle Fass zur Verfügung gestellt. Entdecken lässt sich im neu gestalteten Brausaal auch ein weiteres Stück Lößnitzer Industriegeschichte. Dabei handelt es sich um sehenswerte Bleiglasfenster. Das waren Treppenaufgangsfenster unserer Schuhfabrik, die durch eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme unter der Leitung von dem Lößnitzer Dietmar Strobel aufgearbeitet worden sind und heute durch unsere Vereinsmitglieder vom Brauereiverein Lößnitz, die junge Garde, sagen wir immer, sehr dekorativ in unserem Brausaal untergebracht worden sind. Auf den Fenstern dargestellt, sieht der Betrachter Erzgebirgsmotive wie Engel und Bergmann, sowie die Arbeitsgeräte von Schustern, Maurern oder Eisenbahnern.
Ein kurzer Blick noch auf den Veranstaltungskalender. In Thalheim berichten am 21. und 29. Oktober Dr. Hartmut Scheibner und Dieter Auerbach vom Heimatkundlichen Verein über Läden an der Hauptstraße in den 1920er und 1930er Jahren. Beginn ist jeweils um 18 Uhr bei der Stiftung Tulln. Für diese Veranstaltungen war eine Reservierung erforderlich. Infos und weitere Termine unter www.tulln.art. Sehen, staunen, mitmachen. Die Region wartet am 18. Oktober ganz besonders mit handwerklichen Überraschungen auf. Alljährlich am dritten Sonntag im Oktober öffnen zahlreiche Werkstätten im Erzgebirge ihre Türen, um exklusive Einblicke hinter die Kulissen zu geben und Besucher in die Welt des Handwerks mitzunehmen. Dabei ist Vielfalt angesagt, denn es werden Gewerke jeglicher Art vorgestellt und präsentiert. In diesem Jahr stehen die teilnehmenden Handwerker, Museen und Vereine vor neuen Herausforderungen bei der Organisation. Trotz der besonderen Umstände haben sich 100 Teilnehmer angemeldet, darunter sogar 7 neue. Ein Veranstaltungstipp wären auch die im erzgebirgischen Auerbach bevorstehenden Filmvorführungen. Die blicken mit zum Teil bisher unveröffentlichten Materialien auf die Esther-Fabrik zurück. Gleich, wenn es bei uns in die Verlängerung zum Wochenende geht, bekommen Sie davon einen ersten Eindruck. Der Macher des Films, Joachim Siegert, wird selbst zu Wort kommen. Sie haben jetzt eine kurze Verschnaufpause von mir. Ich wechsle den Platz im Studio und bin, wenn Sie wollen, gleich wieder für Sie da. Schon mal ein schönes Wochenende und Glück auf! Ich bin der Alexander Höhner, ich mache die Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik und ich fange jetzt mein 4. Lehrjahr an, also Endsport. Das heißt, ich bin jetzt schon 3 Jahre lang im Unternehmen. Ich heiße Nathalie und ich mache hier meine Ausbildung als Industriekauffrau. Ich bin jetzt im 3. Lehrjahr. Ich mache die Ausbildung zum Anlagenmechaniker. Ich bin jetzt 3 Jahre Azubi bei Wasserwerken. Ich habe mich dafür entschieden, weil Inhalte geboten werden in der Ausbildung, die man in anderen Ausbildungsplätzen nicht geboten kriegt. Wasser und Abwasser wird immer gebraucht und immer produziert, wenn man so nimmt. Die Arbeit hier ist schon sehr wichtig. Die Wasserversorgung gehört ja zur Grundversorgung und auch die Abwasserentsorgung ist eine wichtige Aufgabe. Mir persönlich macht das Schweißen am meisten Spaß. Bis hin zum Programmieren von speicherprogrammierbaren Steuerungen ist da eigentlich alles voll drin, wo das Programmieren von Steuerungen eigentlich am meisten fetzt. Ich hoffe schon, dass ich übernommen werde. Ich würde gerne hier bleiben und ich denke, die Chancen stehen auch ganz gut. Weil der Job krisensicher ist und einen handwerklich hohen Anspruch hat. Und ich würde es jedem empfehlen, der sich für sowas interessiert, weil es ist wirklich ein spannender und abwechslungsreicher Beruf. Man lernt Sachen kennen, die sieht man so im Alltag gar nicht. Außerdem sind wir hier ein tolles Team. Wir haben hier alle großen Spaß bei der Arbeit. Ausbildung zum Anlagenmechaniker. Mir persönlich macht das Schweißen am meisten Spaß, weil es ein sehr anspruchsvoller und interessanter Teil der Ausbildung ist. Ich habe mich dafür entschieden, weil Inhalte geboten werden in der Ausbildung, die man in anderen Ausbildungsplätzen nicht geboten kriegt.
Aktuelles, Hintergründiges und alles, wofür wir uns etwas mehr Zeit nehmen können und wollen, das gibt's jetzt bei ERZ-TV. Und wir freuen uns, dass Sie weiter mit dabei sind. Glück auf zusammen. Ein kleiner Überblick über das, was Sie in den nächsten Minuten erwartet. Seit 30 Jahren trägt das kommunale Wohnungsunternehmen in Schneeberg dazu bei, dass sich in der Bergstadt vieles zum Positiven verändert hat und hat nun Geburtstag gefeiert. In Auerbach wird demnächst ein Film präsentiert, der sich mit der Strumpfherstellung des DDR-Unternehmens Esta im Ort beschäftigt. Wir wandern auf einem neuen Rundweg bei Bernsbach, zeigen ein neues Dorf und allen Rentnern wollen wir im Steuertipp ein paar Tipps zur Rentenbesteuerung mit auf den Weg geben. Denn da bahnt sich was an. Dranbleiben lohnt sich also. Und zu Beginn geht's nach Auerbad Schlema. Wirklich schnapp ab vor den neuen Corona-Bestimmungen im Erzgebirgskreis. Sie wissen ja, die 7-Tage-Inzidenz ist exponentiell gestiegen in der Region. Ging Teil 2 der Ausbildungsmesse 2020 über die Bühne. Nicht virtuell, sondern direkt vor Ort. Dazu unser erster Report. Die Ausbildungsmesse Erzgebirge 2020 hat in ihren ersten beiden Teilen stattgefunden. Sogar in echt, zum Hingehen und nur kurz vor neuen Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Schüler und deren Eltern waren zahlreich in die Turnhalle des beruflichen Schulzentrums Aue gekommen, um sich direkt und persönlich über berufliche Perspektiven im Erzgebirge zu informieren. Nach der Auftaktveranstaltung in Annaberg-Buchholz, die fast ebenso rege besucht wurde wie in den letzten Jahren, war auch die zweite Messe am 10. Oktober erfolgreich. Laut Veranstalter der Wirtschaftsförderung Erzgebirge sollten die Jugendlichen trotz aktueller Covid-19-Bestimmungen ebenso wie ihre Vorgänger die Chance bekommen, Aussteller unterschiedlichster Branchen und Fachrichtungen zu treffen. Allerdings musste, auch das den aktuellen Umständen geschuldet, die Zahl der Messeaussteller reduziert werden, damit auch wirklich genügend Abstand eingehalten werden konnte. Ob das so gelungen ist, wird sich wohl noch zeigen. Seit vielen Jahren ist die Ausbildungsmesse Erzgebirge jedenfalls ein etabliertes Format, wenn es darum geht, Jugendliche aus Oberschulen ab der 7. Klassenstufe und aus Gymnasien ab Klasse 9 in die Berufswelt heranzuführen und ihnen das breite Spektrum an Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten aufzuzeigen. Dass die Jugendlichen dies rege nutzen, zeigen die Ergebnisse der Besucherbefragung aus 2019. Mehr als die Hälfte der Aussteller gab im vergangenen Jahr an, mehr als 20 intensive Gespräche geführt zu haben, in denen es zumeist um Ausbildungsmöglichkeiten, aber auch häufig um Ferienarbeit oder Praktikum ging. Das schätzen unter anderem die Kliniken Erlabrunn. Gerade im medizinischen und pflegerischen Bereich, aber auch in der Verwaltung braucht es hier stets gut ausgebildeten Nachwuchs. Astrid Apel, die in den Kliniken Erlabrunn unter anderem für die Ausbildung verantwortlich ist, freut sich. Wir bilden wieder 4 Berufe aus: Pflegefachmann, Pflegefachfrau, anästhesietechnischer Assistent, operationstechnischer Assistent und Kaufmann Büromanagement. Diese 4 Berufe bilden wir aus. Der Ausbildungsbeginn ist nächstes Jahr im September. Und die Besucher, die heute schon sehr zahlreich da waren, sind sehr interessiert. Vor allem für die Pflegeberufe. Pflegefachmann hatten wir viele Anfragen, aber auch Büroberufe hatten wir Anfragen. Und natürlich auch die Frage nach Praktika kommt.
und Bewerbungsschluss, bis wann sie sich bewerben können. Also wir hatten schon viele Anfragen und hoffen, dass wir auch entsprechend durch die Messe noch viele Bewerbungen für den Ausbildungsbeginn bekommen werden. Heißt für 2021, denn im aktuellen Jahr konnten, so Astrid Apel, alle Lehrstellen besetzt werden. Vor allem, es sind alle geblieben. Corona sei kein Thema gewesen. Wir haben in diesem Jahr besonders viele Azubis aufgenommen, 27 neue Azubis, davon 19 Pflegefachleute. Na, 2 operationstechnische Assistenten, 2 anästhesietechnische Assistenten, 3 Kaufleute für Büromanagement und eine neue Ausbildung Fachkraft für Medizinprodukteaufbereitung. Na, also wirklich sehr, sehr viele, haben alle angefangen, sind motiviert, haben den ersten Monat vorbei und es läuft eigentlich ganz gut. Also wir haben keine Einschränkungen durch Corona. Kurzarbeit betrifft uns nicht. Und die Ausbildung, denke ich, läuft in diesem Jahr besonders stark an. Darüber hinaus will man allen Azubis in den Kliniken Erlabrunn nach der erfolgreichen Lehrzeit auch einen Arbeitsplatz anbieten. Aktuell sehe es auch sehr gut dafür aus. Ich denke, bei uns, wir punkten durch eine individuelle Betreuung. Durch eine gute Betreuung während der Ausbildung im Pflegebereich. Wir haben gut ausgebildete Praxisanleiter, die sich wirklich sehr gut kümmern. Eine gute Kooperation mit verschiedenen Schulen, mit Pflegeheimen, ambulanten Pflegediensten. Und im Bürobereich, die Berufsschule in Schwarzenberg, da haben wir auch eine gute Zusammenarbeit, einen guten Einsatz auf den Abteilungen. Ja, eine gute Ausbildungsvergütung zahlen wir. Und ich denke, ein offenes Ohr für die jungen Leute. Das haben wir und dass sie sich bei uns wohlfühlen. Das Klima ist ja auch ganz wichtig. Zur Ausbildungsmesse spielen auch Studienmöglichkeiten sowie der Beruf nach dem Studium eine immer größere Rolle. Die meisten Schüler hatten ihre Eltern mitgebracht, um sich gemeinsam umzuschauen und einen wichtigen Schritt Richtung Zukunft zu gehen. 86 Aussteller, Unternehmen, Institutionen und Studieneinrichtungen waren in Auerbad Schlema vertreten. Das Interesse der Unternehmen sei nicht weniger groß als in den Jahren zuvor, heißt es aus der Wirtschaftsförderung Erzgebirge. Ein Indiz, dass auch künftig Nachwuchskräfte in der Region gebraucht werden. 2 weitere Messen sollen in diesem Jahr noch folgen. Am 7. November in Marienberg und am 14. November in Stolberg. Jedenfalls sind sie aktuell noch nicht pandemiebedingt abgesagt. Interessant ist ja, meine Damen und Herren, dass das Kindererholungszentrum am Filzteich, das Kiez, gar nicht so vorrangig auf Schneeberger Flur steht, sondern in Teilen auch auf der Gemarkung Hartmannsdorf. Und so hat es auch nicht wirklich jemanden gewundert, dass für die Errichtung des dortigen Floriansdorfes gleich 2 Baubehörden, die eine vom Erzgebirgskreis und die andere vom Landkreis Zwickau, beteiligt werden mussten. Trotzdem, schnell wie die Feuerwehr war das Dorf, das eine schöne Möglichkeit zur Brandschutzerziehung von Kindern darstellt, gewachsen. 3 Häuser, die es in sich haben. Jetzt war Einweihung im Kiez und Reporter Uwe Zenker war dabei. Seit dem 13. Oktober ist das Erzgebirge offiziell um ein Dorf reicher. Dabei handelt es sich aber nicht um eine Kommune, sondern einen Lernort. Wie man unschwer erkennen kann, ist in dem neuen Dorf, dem Floriansdorf, der Brandschutzgedanke zu Hause. So kommt es nicht von ungefähr, dass die Feuerwehrkapelle Karlsfeld bei der Eröffnung des neuen Angebotes aufspielte. Nach einigen begrüßenden und erklärenden Worten wurde das Floriansdorf mit einem Banddurchschnitt eröffnet. Entstanden ist der neue Lernort im Kiez am Filzteich in Schneeberg. Dessen Geschäftsführer Frank Löffler führte die Gäste am Eröffnungstag durch die extra geschaffene Einrichtung. Der Namensgeber Florian ist Schutzpatron der Feuerwehrleute. Kinder sollen im Floriansdorf durch verschiedene Spiel-, Wissens-, Experimentier- und Mitmachangebote, Kompetenzen über einen sicheren Alltag und das Verhalten in Gefahrensituationen erlangen.
Das Angebot richtet sich daher ausdrücklich nicht allein an Nachwuchsfeuerwehrleute. Das Floriansdorf ist auch für Schulklassen im Grundschulalter sowie Kindergartenkinder vorgesehen. Die Gruppen können zu Eintagesveranstaltungen, aber auch zu Schul- und Klassenfahrten kommen. Innerhalb von 3 Tagen werden dann die Themen der Reihe nach bearbeitet. Am neuen Lernort im Kiez am Vilsteich findet so ein Sicherheits- und Brandschutztraining statt. Auch eine Verkehrs- und Erste-Hilfe-Erziehung kann im Floriansdorf erfolgen. Das Floriansdorf an der Grenze von Schneeberg im Erzgebirgskreis und Hartmannsdorf im Landkreis Zwickau ist das erste seiner Art in Mitteldeutschland. Ja, da haben sich viele Leute richtig ins Zeug gelegt, damit dieses kleine Dorf entstehen kann. Wir bleiben in Schneeberg. Wenn Sie sich dort mal umschauen, finden Sie bestimmt richtig schöne Gebiete. Klar, die Wolfgangskirche kennt jeder, die ist ja auch weithin sichtbar. Oder die wunderbare Innenstadt mit dem großen Markt, auf dem eigentlich oft richtig was los ist. Das Drumherum aber ist genauso sehenswert. Schneeberg hat sich verändert. In den Wohngebieten wurde viel modernisiert, aber auch im Stadtinneren erstrahlen alte, historische Gebäude in neuem Glanz. Zu verdanken ist das der Wohnungsbaugesellschaft Werkstatt Schneeberg unter anderem auch, die seit 30 Jahren enorme Summen aufwendet, damit die Stadt lebens- und liebenswert wahrgenommen werden kann. Jetzt war Geburtstag. Man muss wirklich nicht suchen, um zu begreifen, wie sehr sich die Region in 30 Jahren deutscher Einheit verändert hat. Vor allem städtebaulich. Schandflecke, alte Häuser und Anlagen ohne eine mögliche Perspektive sind verschwunden. Neugebautes entsteht in immer mehr neuen Wohngebieten. Erhaltenswertes erstrahlt in neuem alten Glanz. Einen erheblichen Anteil daran, dass die Werkstatt Schneeberg innerhalb der letzten 30 Jahre nicht nur ein Make-up, sondern eine Rundum-Erneuerung bekommen konnte, hat die Wohnungsbaugesellschaft im Ort. Nur 6 Tage nach der deutschen Wiedervereinigung wurde sie gegründet. Das war am 9. Oktober 1990 und sie war eine der ersten. Was sie von der Stadt übernommen hat, trug überall Spuren einer jahrzehntelangen Mangelwirtschaft. Vom undichten Dach bis zum nassen Keller und alles, was sich noch dazwischen befand. Eine Erfolgsgeschichte begann, die im Jahr 2020 noch längst nicht zu Ende ist, sich aber mit 3 Jahrzehnten voller Anstrengungen im Sinne der Werkstatt gut bilanzieren lässt. Das kann man auch mal feiern und mit Stolz zeigen. Es gab ja die Wende, es gab dann die Eigentumsübertragung von diesen Altwohnbeständen an die Wohnungsbau oder an die Stadt Schneeberg. Und die stand natürlich vor der großen Herausforderung, wie geht man damit um? Man hat eine Gesellschaft gegründet, alles Neuland für die damaligen Akteure. Und diese Gesellschaft musste sich ein Stück weit erstmal selbst finden und stand dann vor der großen Herausforderung, den Wohnbestand, wo es Investitionsstau gab, der noch zahlreich bewohnt war, dann auch entsprechend so zu etablieren, dass er weiter attraktiv bleibt. Ja, damals ist wirklich Ungewöhnliches passiert. Damals standen wir vor großen Herausforderungen, aber es war natürlich auch eine elektrisierende Zeit. Also man hat damals Menschen an seiner Seite gefunden, die etwas positiv verändern wollten und auch die Kraft dazu hatten. Und dass in dieser Zeit natürlich wir auch vielleicht den einen oder anderen Irrtum aufgesessen sind und auch kleine Fehler gemacht haben, das lag in einer guten Sache, aber die Gesamtbilanz stimmte. Und ich denke sehr dankbar an diese Zeit zurück und vor allem die Menschen, die ich damals kennenlernen durfte und mit denen ich zusammenarbeiten konnte. Und da denke ich besonders an Herrn Karl Henselin, den ersten frei gewählten Bürgermeister nach der Wende und ersten Aufsichtsratsvorsitzenden unseres Unternehmens. Und es war die Frage, was macht man mit der ehemaligen Gebäudewirtschaft? Die Bauabteilung ist ja später ein eigener Baubetrieb geworden und aus der Wärmeabteilung sind ja die Stadtwerke 1991 gegründet worden. Und jetzt war die Frage, was macht man mit dem Wohnungsbestand? Und die Erfahrung auch aus der Partnerstadt haben dann dazu geführt, dass man empfohlen hat, ein eigenes Unternehmen zu gründen, wo wir ja heute auch gehört haben, dass es langfristig die beste Lösung ist, eigene Mietwohnungsangebote in einer Stadt durch eine eigene Gesellschaft vorzuhalten. Und das war der Grund, dass wir so frühzeitig schon gegründet haben. Und 1991, 1992 haben wir dann die gesamten Wohnungsbestände ins Eigentum übertragen bekommen.
Es waren vor allem Menschen aus unserer Partnergemeinde, die also natürlich einen gewissen Wissensvorsprung hatten und uns auch klug beraten haben. Das hätte auch anders laufen können, aber es ist sehr wichtig, dass von Beginn an der kommunale Gedanke dahinter stand, dass du sagst, du musst für die Menschen, die hier leben, weiterhin attraktiv bleiben und auch für die darüber hinaus immer ein Anlaufpunkt bleiben. Und es lohnt sich einfach, in Schneeberg zu leben, und das kriegst du am besten rum, wenn du das über den kommunalen und mit dem kommunalen Gedanken dann auch entsprechend etablierst. Ich denke, eine frühzeitige Entwicklung der Bestände durch Modernisierung 92 beginnend war eine richtige Entscheidung, denn wir hatten bis 1997 0% Leerstand. Natürlich konnten wir zu diesem frühen Zeitpunkt die demografische Entwicklung nicht so abschätzen, dass man hätte einen unterschiedlichen Sanierungsstand vielleicht damals vorgezogen, um auch perspektivisch darauf reagieren zu können. Aber das war natürlich im Nachgang immer einfacher zu beurteilen als zu dem Zeitpunkt. Das hätte man vielleicht differenzierter machen können. Die Entwicklung unserer Quartiere ergänzend mit schrittweiser Sanierung von wertvollen Gebäuden in der Innenstadt und einem Neubau ist ein guter Mix, der uns über die 30 Jahre, denke ich, auch vorangebracht hat. Das alles macht sie für uns zu einer Art Paradebeispiel. Unsere Image-Kampagne, wir hatten ja kurz schon angesprochen, die den Titel trägt: Wir geben den Städten neu, wir geben Sachsen Gesicht und Seele. Und genau das ist es. Als kommunales Unternehmen machen sie eben nicht nur Wohnungen oder geben eben Wohnungen zur Miete ab, sondern sie machen mehr. Also ein Schwerpunkt und damit auch ein Highlight unserer Entwicklung war die Quartiersentwicklung in den Siedlungsgebieten. Beginnend mit der Modernisierung 1992, aber dann auch fortführend mit den neuen Balkonanlagen, den Aufzugsanlagen, die wir im Kalbergring und Griesbacher Hang gebaut haben, sind wir in dieser Entwicklung, denke ich, weit vorangekommen. Natürlich war es für uns auch ein wichtiger Meilenstein, 1995, 96 unser erstes Baugebiet am Sommerberg zu erschließen mit 95 Baugrundstücken und später auch die Errichtung von Mietwohnungsneubau zu Preisen, wo der Präsident des Gesamtverbandes der Wohnungswirtschaft, Herr Axel Gedaschko, uns das gar nicht glauben konnte, bis er sich vor Ort überzeugte. Und, gutes Wohnen umfasst ja nicht nur die schöne Tapete, einen guten Wohnungszuschnitt, sondern das ist ja sehr viel mehr. Unsere Gesellschaft, also unsere Wohnungsbaugesellschaft, beachtet das. Das heißt, wir legen großen Wert darauf, gemeinsam mit der Stadtverwaltung das Wohnumfeld zu verbessern. Damit meine ich die Versorgung beispielsweise, auch die medizinische Versorgung. Das ist in Schneeberg im Moment, ich glaube ich, ein großes Thema. Und mit unseren Partnern im sozialen Bereich, denke ich jetzt beispielsweise an die Johanniter, organisieren wir ja auch, dass alte Menschen nicht vereinsamen. Also wir wollen soziale Nähe, nicht soziale Distanz organisieren. Also sie hat vieles richtig gemacht im Rahmen der Umgestaltung der Siedlungsgebiete, und sie hat sich natürlich, das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, auch breiter aufgestellt, sich nicht nur auf die Siedlungsgebiete konzentriert, sondern weitere Betätigungsgefelder sich erschlossen, in dem Baugebiete erschlossen werden, in dem neue Wohnungen gebaut, neue Häuser gebaut wurden. Und indem man sich auch, sagen wir mal, dem Städtebau im historischen Stadtkern gewidmet hat, also dort sehr historische Gebäude angegangen hat, die teilweise in sehr schlimmen Zustand war und dort einen wesentlichen Beitrag geleistet hat für Stadtentwicklung, für Stadtgestaltung und natürlich für attraktiven Wohnraum, sowohl im Ortskern, aber auch in den Siedlungsgebieten. Also es war uns immer ein Anliegen, die regionalen Vereine, die sich ja zum Beispiel auch um unsere Kinder und Jugendlichen aus unseren Wohnungen kümmern, zu unterstützen nach den Möglichkeiten, die wir haben. Das ist zum Teil Logistik, das ist auch ehrenamtliches Engagement, aber zum Schluss auch finanzielle Unterstützung. Und dieses gepaart mit eigenen Veranstaltungen wie das Beachvolleyballturnier ist, denke ich, eine sehr gute Kombination, wie man attraktive Punkte in dieser schönen Stadt setzen kann. Und das wollen wir natürlich auch in Zukunft wieder tun, sofern es Corona zulässt. Das ist für eine Kommune, das sind solche funktionierenden städtischen Gesellschaften, die sind ein Fund. Wir haben die Stadtwerke und wir haben die Wohnungsbaugesellschaft, die uns damit den Rücken frei halten, was wir im freiwilligen Bereich als Kommunen schon lange nicht mehr leisten können. Das machen für uns die städtischen Gesellschaften. Das würde ein Privatinvestor in diesem Umfang nie machen. Deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass man sich auch ins öffentliche Leben dort einbringt. Das ist sehr erfolgreich, natürlich nicht ganz uneigennützig, aber es ist ja ein Nutzen für die gesamte Stadt. Und das seit 30 Jahren. Viele Gratulanten hatten zur Feierstunde ihre Wünsche überbracht.
Und auch die Preise für den schönsten Balkon oder den schönsten Hauseingang hatte die WBG-Bergstadt Schneeberg an diesem Tag übergeben. Die befinden sich übrigens auf dem Balkon von Steffi Einsiedel und vor dem Haus am Friedensring 2. Die Zukunft der WBG ist auch weiterhin klar definiert. Schönes, bezahlbares und individuelles Wohnen in Schneeberg, vom Mietshaus bis zur Erschließung neuer Wohngebiete, sowie der eigene Anteil an einem wunderbaren Stadtbild der Bergstadt. Insgesamt wurden dafür in den letzten 30 Jahren 150 Millionen Euro investiert. Zum Wohnen, Leben, Wohlfühlen. Auch das waren noch Zeiten, als noch vor 30, 31 Jahren die Frauen zu Hause vom Fernseher saßen und nebenbei ihre Strümpfe gestopft haben. Ja, Feinstrumpfwaren sind nicht selten Mangelware gewesen und da musste das, was man hatte, auch erhalten werden. Waren ja auch entsprechend teuer. Heute würden sie einfach weggeschmissen werden. Und jede Frau kannte einen Namen. Esther, Anbieter von Strumpfwaren aller Art für den gesamten osteuropäischen Wirtschaftsraum. Nach der Wende reprivatisiert werden unter diesem Namen auch heute noch mehr als 60 Millionen Strumpfwarenartikel im Jahr produziert. Esther hatte einst auch Werke im Erzgebirge, eines unter anderem in Auerbach, an das Joachim Siegert in einem neuen Film erinnert. Viele Jahrzehnte war Esther im erzgebirgischen Auerbach ein Inbegriff. Hier produzierte man Feinmaschiges für die moderne Frau. Feinstrumpfhosen, begehrt und beliebt, traten von hier aus ihren Weg an, hinaus in die weite Welt. Und dass die Feinstrumpfmode aus Auerbach nicht nur alltagstauglich war, zeigen diese reizenden Damen mit einer sexy Kollektion. Nach der Wende machte die Treuhand vielen Betrieben in der DDR den Gar aus. Auch der Stammbetrieb Esther in Auerbach blieb davon nicht verschont. Jetzt bot sich Joachim Siegert nach vielen Jahren des Stillstandes eine Chance, die er zu nutzen wusste. Ganz besonders freue ich mich, dass ich vor kurzem mit der Kamera die ehemaligen Produktionssäle besuchen konnte. Vielleicht sieht jemand seinen ehemaligen Arbeitsplatz wieder. Mit einem alten, neuen Blick und noch nie gezeigten Aufnahmen werden Interessenten an seinem Film Esther herangeführt. Um an die guten alten Esther-Zeiten zu erinnern, hat der Auerbacher Joachim Siegert erneut sein reichhaltiges Archiv durchstöbert und in vielen Stunden einen beeindruckenden Film über die Esther Auerbach akribisch zusammengeschnitten. Liebe Filmfreunde, ich möchte heute meinen neuen Film vorstellen. Damals eine ganz normale Situation für uns. Aus heutiger Sicht einfach gigantisch, die Strumpfproduktion in Auerbach. Als sehr viel Filmmaterial, auch bisher unveröffentlichtes, was mir zur Verfügung gestellt wurde. Und mit kompetenter Beratung von ehemaligen Mitarbeitern habe ich nun mein neues Werk Esther, der Film, fertiggestellt. Der nun vorliegende Film zeigt auf, wie hier ab 1946 die Strumpfproduktion in nun einer sozialistischen Gesellschaftsordnung weitergeführt wurde. Wer den Film sieht, begibt sich auf eine Zeitreise. Gezeigt wird der Film Esther von Joachim Siegert in Verbindung mit dem Heimatverein Auerbach am 24. und 31. Oktober im Stift Auerbach. Karten gibt es am Veranstaltungsort Stift ab 15.30 Uhr oder unter der Telefonnummer 03721 274 692. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen.
Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Ich bin der Alexander Höhner. Ich mache die Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik. Und ich fange jetzt mein viertes Lehrjahr an, also Endspurt. Das heißt, ich bin jetzt schon 3 Jahre lang im Unternehmen. Ich heiße Nathalie und ich mache hier meine Ausbildung als Industriekauffrau. Ich bin jetzt im 3. Lehrjahr. Ich mache die Ausbildung zum Anlagenmechaniker. Ich bin jetzt 3 Jahre Azubi bei Wasserwerken. Ich habe mich dafür entschieden, weil Inhalte geboten werden in der Ausbildung, die man in anderen Ausbildungsplätzen nicht geboten kriegt. Wasser und Abwasser wird immer gebraucht und immer produziert, wenn man so nimmt. Die Arbeit hier ist schon sehr wichtig. Die Wasserversorgung gehört ja zur Grundversorgung und auch die Abwasserentsorgung ist eine wichtige Aufgabe. Mir persönlich macht das Schweißen am meisten Spaß. Bis hin zum Programmieren von speicherprogrammierbaren Steuerungen ist da eigentlich alles voll drin, wo das Programmieren von Steuerungen eigentlich am meisten fetzt. Ich hoffe schon, dass ich übernommen werde. Ich würde gerne hier bleiben und ich denke, die Chancen stehen auch ganz gut. Weil der Job krisensicher ist und einen handwerklich hohen Anspruch hat. Und ich würde es jedem empfehlen, der sich für sowas interessiert, weil es ist wirklich ein spannender und abwechslungsreicher Beruf. Man lernt Sachen kennen, die sieht man so im Alltag gar nicht. Außerdem sind wir hier ein tolles Team. Wir haben hier alle großen Spaß bei der Arbeit. Kabeljournal GmbH. Ein Team erfahrener Spezialisten für Webseitenerstellung. Eine Homepage als Marketinginstrument ist heute unverzichtbar. Mit kreativen Ideen, wirtschaftlichen Konzepten, kompetenter Beratung und exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis sind wir Ihr Ansprechpartner. Ich mache die Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik. Vom Kennenlernen der Schweißtechnik bis hin zum Programmieren von speicherprogrammierbaren Steuerungen ist da eigentlich alles voll drin, wo das Programmieren von Steuerungen eigentlich am meisten fetzt. Also wir sind ein krisensicheres Unternehmen, wie man es jetzt auch wieder gesehen hat, trotz Corona-Zeit. Wasser und Abwasser wird immer gebraucht und immer produziert, wenn man so nimmt. Ich würde es jedem empfehlen, der sich für sowas interessiert, weil es ist wirklich ein spannender und abwechslungsreicher Beruf. Man lernt Sachen kennen, die sieht man so im Alltag gar nicht. Wir sind die IHK, sprich Industrie- und Handelskammer. Wir sind die Einrichtung der Wirtschaft und der wichtigste Interessenvertreter der gesamten gewerbetreibenden Unternehmen in der Region. Wir haben vom Staat bestimmte Aufgaben übertragen bekommen als Einrichtung, so zum Beispiel die direkte Beratung in lokalen, regionalen und überregionalen Themen, eben zum Beispiel beim Thema Aus- und Weiterbildung. Jetzt gibt es ja vielleicht auch ein paar unter euch, die sagen, ja, Abi war schon ganz cool, aber so wirklich Bock auf noch mehr Theorie und noch mehr Lernen wie bei einem Studium eben, habe ich jetzt nicht so wirklich. Da gibt es aber eine super gute Alternative und das ist ganz einfach, dass man eben zum Beispiel mit einem Ausbildungsberuf startet, ne, hat dann die Vorteile, dass man eben schon viel praktische Erfahrung mitnimmt und auch schon Geld verdient und macht dann über den zweiten Bildungsweg genau dieselbe Karriereleiter, wie wenn man ein Studium starten würde. Ne? Also da hat man ja wirklich genau dieselben, gerade dieselben Abschlüsse, wie man eben bei einem Studium hätte. Und das ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr coole Sache. So, jetzt denkt ihr euch natürlich, ja, das ist ja alles schön und gut, aber wo bekomme ich denn jetzt zum Beispiel Infos her, welcher Beruf irgendwie am besten zu mir passt oder wo ich überhaupt hier in der Region anfangen kann? Da hat die IHK tatsächlich viele coole Möglichkeiten und eine davon ist zum Beispiel hier, dieser Ausbildungsatlas. Da stehen nämlich wirklich so gut wie alle Ausbildungsberufe drin, auch sehr detailliert beschrieben und hier gibt es auch ein extra Verzeichnis, wo sogar noch die Kontaktdaten zu den Unternehmen mit drin stehen, wo ihr eben die jeweiligen Berufe lernen könnt. Das ist wirklich sehr cool und dort könnt ihr euch eben je nachdem auch noch teilweise weiter spezialisieren. Ansonsten freuen die sich hier natürlich auch, wenn ihr hier direkt mal vorbeikommt, irgendwie einen Termin ausmacht und hier ja, vor Ort quatscht mit denen. Und auf jeden Fall auch, wenn ihr mal auf der Karrieremacher-Seite, die ist ja auch eingeblendet, mal vorbeischaut. Nur dort gibt es das alles nochmal wunderschön digital zusammengefasst. Und damit seid ihr dann definitiv super gerüstet. Retten, löschen, bergen, schützen. Das kannst du auch bei den Feuerwehren des Erzgebirges. Anderen zu helfen ist deine Motivation? Dann komm ins Ehrenamt, in den aktiven Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr. Wir garantieren dir Ausbildung, Kameradschaft, Tradition und Action. Klingt gut? Melde dich jetzt bei deiner Feuerwehr im Ort.
Schön, dass Sie weiterhin dabei sind. Gleich informieren wir über Neues zur Rentenbesteuerung im Steuertipp und lassen einen Posaunenchor klingen. Vorher geht's aber nach Bernsbach. Im Ortsnamen ist, wenn auch anders geschrieben, irgendwie der Bär verankert. Aus Holz kann man das Tier im Ort auch finden. Und wer mal auf Tour gehen will, kann das jetzt auch auf einem Bärenrundweg. Der ist noch ganz neu. Die Stadt Lauterbernsbach hat ihren Bärenrundweg fertig. Mit einer Wanderung wurde der nach dreijähriger Planungs- und Bauzeit nun offiziell eröffnet. Der Bärenrundweg ergänzt das bestehende Wanderwegenetz. Warum ist der Wanderweg entstanden? Wir hatten im Lauterer Ortsteil den Vogelbärrundweg. Wir haben also gemerkt, dass so ein Rundweg von den Einheimischen als auch Touristen sehr gerne angenommen wird. Wegeroute ist ungefähr so ausgelegt, hier in dem Falle Bärenrundweg 14,5 Kilometer, dass man eine gute Tagestour draus machen kann mit Familien in Anführungsstrichen. Also manche laufen das in drei Stunden ungefähr ab. Andere können sich halt da länger Zeit nehmen. 2013 war dann die Überlegung mit der Fusion auch Lauter-Bernsbach, dass wir auch in Bernsbach dann einen Rundweg mit initiieren. Das Bernsbacher Wappentier ist der Bär. Deshalb war es naheliegend, zum Lauterer Vogelbär-Rundweg einen Bernsbacher Bärenrundweg zu schaffen. Der führt also durch den Ort. Oberpfannestiel bis hoch zum Spiegelwald, also vom Schwarzwasser bei ungefähr 400 Höhenmeter, 390 hoch auf über 700 Höhenmeter. Man weiß also auch, dass man dort ein bisschen kraxeln muss. Und es gibt eine kleine Teilroute, das ist hier am Märchen- und Sagenweg, so nennen wir das, mit 4 Kilometer Länge. Insgesamt konnten da 8 Holzskulpturen aufgestellt werden. Die wurden von Bildhauern der Künstlergruppe Exponart geschaffen. Es ist angedacht, die Zahl der Figuren in Form eines Holzbildhauersymposiums um 2 bis 4 Kunstwerke zu erweitern. Dargestellt wird hier insbesondere die Sagenwelt Lauter-Bernsbach als auch im Erzgebirge und ausgestorbenes Handwerk. Hier im Hintergrund, wo ich gerade sitze, das ist der Spankorbhersteller. Das war damals sehr traditioneller Beruf für den Ortsteil Lauter oder auch für Bockau. Man hat also ein Drittel davon der Bevölkerung hat zu seiner Zeit davon gelebt. Manche kennen es noch zu DDR-Zeiten mit dem Klammerkörbchen, also was man zu Hause liegen hatte, oder das Pilzkerbe, wo man in die Pilze gegangen ist. Das waren oft Spanenkörbe, hergestellt aus Fichtenholz. Weitere Berufe, an die erinnert werden soll, sind zum Beispiel der Schwefelfadenzieher oder der Köhler. Aufgegriffen wurde außerdem die Sage von der Wunderblume oder die Sage vom steinernen Herz. Ja, wir haben es dann mehr oder weniger durchdacht, wo kann der Weg lang gehen. Wir müssen ja immer dann eine Widmung drauf liegen haben und so sind halt die 14,5 Kilometer zustande gekommen. Haben ein Förderprojekt der EU-Förderung, also LIDER-Projekt draus gemacht und wurde also auch von der EU gefördert. Mit 75% Herstellungskosten waren des gesamten Weges bei 70.000 Euro. Schwerpunkt hier war ein sehr, sehr steiles Stück mitten im Wald, also ein forstwirtschaftlicher Weg, der sehr eingefahren war, wo die Wassermengen dann sehr eingeschnitten waren oder den Weg eingeschnitten haben. Er musste ausgehoben werden und auf 300 Meter Länge mit Rasengitterplatten dann bepflastert werden, sodass der jetzt wirklich gut begehbar ist. Ich will beinahe sagen barrierefrei, also mit Kutsche auf jeden Fall, also Kinderwagen. Das war uns also wichtig, dass es so ein Familienweg ist. Und noch etwas ist dem Bürgermeister von Lauter-Bernsbach wichtig, dass es erwähnt wird. Wanderwege sind für den Ort auch wichtig. Im Moment werden 150 Wanderkilometer vorgehalten. Besonders erwähnenswert muss man hier wirklich die Wanderwege Warte nennen und den Erzgebirgsverein, die das im Ehrenamt auch hegen und pflegen.
So kann man das Wandern auf dem Vogelbeer-Rundweg und dem neuen Bärenrundweg als ein touristisches Highlight in Lauter-Bernsbach bezeichnen. Einen Rundgang, meine Damen und Herren, haben die Mitglieder des Posaunenchors der Landeskirchlichen Gemeinschaft Alberoda gemacht und sind am 3. Oktober zum Tag der Deutschen Einheit durchs Dorf gezogen. Ein bisschen anders hatten sie sich ihren 100. Geburtstag vielleicht auch vorgestellt, aber aus der Not muss man eben eine Tugend machen. Musik in den Straßen, für alle hörbar, das haben sich die Musiker trotz aller aktuellen Einschränkungen nicht nehmen lassen. Ist denn schon Weihnachten? Das wird sich mancher in Alberoda gedacht haben, als am 3. Oktober kirchliche und weltliche Blasmusik im Ort erklang. Nein, auch der Tag der Deutschen Einheit kann ein Grund zum Musizieren sein. Und es gab weitere Gründe. 100 Jahre Posaunenchor der Landeskirchlichen Gemeinschaft und 100 Jahre EC waren es den Musikern wert, durchs Dorf zu ziehen und zu musizieren. Wir machen das Ganze schon nicht 100 Jahre, aber den Verein, den Posaunenchor gibt es 100 Jahre. Wir haben Jungbläser bei uns dabei, wir haben ältere Leute dabei, wir haben auch schon Rentner dabei, die alle fröhlich mittun und die das von Herzen machen. Und das, denke ich, ist eine ganz wichtige Sache. Wir müssen das nicht tun, weil irgendein Zwang dahinter steht, sondern weil wir fröhlichen Herzens das machen dürfen. Von Gott, von Jesus weitersagen. Das spiegelt sich ja wieder im EC, unsere jungen Leute, unser Jugendverein, den es gibt hier bei uns in der Gemeinschaft in Alberoda. Auch das sind junge Leute, die engagiert sind für Christus, die dort mittun, dort mitmachen und die gute Botschaft von Jesus Christus den Menschen hier im Ort weitersagen. Es macht uns viel Spaß, wenn wir diese Veranstaltung im Ort machen können, ob es der Heilige Abend ist oder eine Serenade ist oder wenn wir sonst unterwegs sind. Am Tag der Deutschen Einheit ging es 2:30 an der Mulde los. Über mehrere Stationen führte der Weg bis zum abendlichen Open Air auf der Kirchenwiese. Zur Zeit gehören 11 Bläser und 3 Jungbläser zum Alberoder Posaunenchor. Begonnen hat es 1919 mit Eugen Seldmann, als er sich eine Trompete gekauft hat, um mit seiner Frau am Harmonium zu musizieren. Ein Jahr später hat er dann in Alberoda den Posaunenchor gegründet. 1920 waren die jungen Leute so begeistert, dass immer mehr dazugekommen sind und dann ein schöner Posaunenchor entstanden ist, der auch heute noch existiert. Für den 100. Geburtstag hatte man sich zum Feiern ehemalige Mitglieder des Posaunenchores eingeladen. Durch die Verstärkung konnten 20 Bläser durchs Dorf ziehen. Wir waren schon den ganzen Nachmittag unterwegs in Alberoda, weil das so ein langes Dorf ist. Und wir haben nicht so den zentralen Marktplatz, wo wir sowas feiern könnten. Also haben wir so ähnlich, wie wir es am Heiligen Abend jedes Jahr machen, heute an verschiedenen Stellen geblasen. Von unten von der Mulde bis hoch zum Edelmannischen, wie die Einheimischen sagen. Und jetzt sind wir hier an der Endstation an der Kirche angelangt und werden dann noch ein Konzert hören vom Bergmusikchor.
die spielen dann auch für uns, währenddem wir heute Nachmittag in Aktion waren. Also vor 100 Jahren haben sich junge Männer aus der landeskirchlichen Gemeinschaft zusammengetan, haben Instrumente gekauft und haben angefangen zu üben. Und wir sind sehr froh, dass das durchgehalten worden ist, durch alle Zeiten, durch verschiedene Regierungen, konnte immer wieder der Posaunenchor üben und spielen. Und dass wir das selber noch so erleben und weitergeben können, das freut uns so, dass wir heute diesen Geburtstag feiern. Wie von Gerd Epperlein schon gesagt, am Ende konnten sich die Alba-Roda-Bläser zurücklehnen, wurde für den Posaunenchor musiziert. Für uns Zeit, uns von den Musikern mit den besten Wünschen für das weitere Schaffen zu verabschieden. Wir blasen jetzt auch ins Horn, natürlich nur symbolisch, aber es ist durchaus ein Achtungssignal. Wenn Sie zur Altersgruppe gehören, die Rente bezieht, dann kommt jetzt für Sie Wissenswertes rund um die Besteuerung. Vielleicht müssen Sie ja tätig werden. Der ERZ-TV Steuertipp wird Ihnen präsentiert von den Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern Böttges Papendorf Weiler. In Stolberg am Postplatz 1 und in Zwönitz, Lößnitzer Straße 3. Nach langer Zeit gibt es mal wieder einen Steuertipp. Wir haben eine schöne Sommerpause gemacht und ich begrüße bei uns im Studio Dirk Vettermann, unseren Steuerexperten. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Ja, hat sich denn in der Zwischenzeit ein bisschen was getan oder ist momentan alles nur Corona, Corona, Corona? Ja, das steht sicherlich im Vordergrund. Man merkt das jetzt auch an der Steuergesetzgebung, dass da jetzt erstmal unterjährig nicht so viele Änderungen sind. Das nächste größere Wurf wird wahrscheinlich das Jahressteuergesetz 2020 sein, was voraussichtlich noch bis Ende des Jahres verabschiedet wird oder verabschiedet werden soll. Das befindet sich aber aktuell erstmal noch im Bundestag, also da haben wir noch ein paar Tage Zeit. Was soll denn das beinhalten überhaupt? Ja, es sind verschiedenste Änderungen. Also im unternehmerischen Bereich manche Vereinfachungen, es sind aber auch Vereinfachungen vorgesehen, die sich hinterher nicht als solches herausstellen. Also in Anführungszeichen. Ja, und müssen wir jetzt einfach abwarten. Das sind auch noch, denke ich, einige Stellungnahmen von Verbänden, die dort mit einfließen. Vielleicht kann man dann im Dezember, wenn wir dann noch eine Sendung machen, da noch mal kurz drauf eingehen, was so die wichtigsten Dinge sind, also die auch vielleicht dann den Normalbürger interessieren. So, dass wir das immer alles ganz aktuell haben. Ganz aktuell wollen wir heute über die Rentenbesteuerung sprechen, ist natürlich auch ein ganz großes Thema. Und viele Menschen wissen ja nicht, dass auch Rentner und Pensionäre immer in größerer Zahl jetzt schon Steuern zahlen und Steuern zahlen müssen. Doch das Modell der Besteuerung, das ist ja heftig umstritten und manche Richter sehen sogar darin eine Verfassungswidrigkeit. Also da ist jetzt schon eine Stufe erreicht, wo man sagt, okay, jetzt könnte sich was bewegen. Und der Bundesfinanzhof soll angeblich noch in diesem Jahr ein Urteil dazu fällen. Das ist richtig. Also der Bundesfinanzhof quasi als das oberste Gericht für die Steuerfragen will noch in diesem Jahr über das Thema der Rentenbesteuerung entscheiden. Und wegen der Bedeutung natürlich auch des Verfahrens wird also auch dort eine mündliche Verhandlung erwartet. Und ausgelöst hat das quasi ein Ruheständler, der also gegen die aktuellen Regelungen zur Rentenbesteuerung geklagt hat. Und jetzt müssen wir sehen, was da rauskommt. Damit wir das alles dann auch verstehen, wollen wir erstmal den Ist-Stand machen, ne? Also die Ausgangslage, damit wir dann später sagen können, um was es eigentlich geht. Wie ist denn momentan die Ausgangslage, die aktuelle Lage? Ja, man muss ein bisschen in die Geschichte schauen. Also es ist ja so, dass 2005 die Rentenbesteuerung der Altersrenten oder die Besteuerung der Altersrenten in Deutschland grundlegend reformiert wurde. Bis 2004 wurden ja, sage ich mal, die Rentner so behandelt, als hätten sie über die Jahre Beiträge eingezahlt in eine Kasse. Und wenn dann die Rente ausgezahlt wird, wurde quasi ein Teil als, ich sage mal, Rückzahlung der Beiträge gesehen, quasi steuerneutral. Und nur der Zinsanteil wurde als sogenannter Ertragsanteil dann der Besteuerung unterworfen. Der war aber dann bei dem normalen Altersrentner im Regelfall so niedrig, dass dort für die meisten, ich sag mal 99% der Fälle, überhaupt keine Steuern angefallen sind. Und das wurde aber dann 2005
grundsätzlich erneuert bzw. reformiert. Und dann sind ja viele in die Steuerpflicht erstmal gerutscht. Ne? Ja, also es ist seit 2005 gilt also auch für den normalen Sozialversicherungsrentner das Prinzip der nachgelagerten Besteuerung. Das heißt, die Beitragszahlungen bleiben theoretisch steuerfrei, indem sie halt steuerlich als Sonderausgaben abzugsfähig sind. Und die späteren Auszahlungen sind aber dann voll steuerpflichtig. Also so sieht das System im Endeffekt aus. So. Und da ja aber zu dem damaligen Zeitpunkt natürlich auch dann Rentnergenerationen entstanden sind, die halt ihre Beiträge noch nicht voll abziehen konnten und auf der anderen Seite aber jetzt die Rente versteuern müssen, hat man also so eine umfangreiche Berechnung durchgeführt und so ein abgestuftes System eingeführt, dass man also gesagt hat, die Rentner, die in 2005 oder früher in Rente gegangen sind, müssen halt nur 50% ihrer Rente versteuern. Und dieser steuerpflichtige Anteil ist dann Jahr für Jahr um 2% gestiegen. Der liegt also aktuell bei 80%. Das heißt, wer in 2020 in Rente geht, muss also 80% seiner Rente versteuern. Nächstes Jahr 81% und 2040 bin ich an dem Punkt, wo ich quasi die Rente voll versteuern muss. Also meine Wenigkeit. Zum Beispiel. So. Und im Gegenzug hat man gesagt, dass halt die Beiträge, die ich jetzt für die typische Altersvorsorge, also für die Basisvorsorge aufwende, auch nur erstmal beschränkt abzugsfähig sind. Das ging also auch in 2005 mit 50% los. Mittlerweile sind wir halt bei 90% der Aufwendungen, die also steuerlich abgezogen werden können. Das erhöht sich jetzt weiterhin jedes Jahr um 2%, sodass also ab dem Jahr 2025 die Beiträge in voller Höhe abzugsfähig sind. So, und über diese Modellrechnung hat man quasi versucht, diese Übergangsphase auszugleichen und war der Meinung, dass das also auch gerecht ist. Also das heißt, Beiträge werden dann jetzt nicht mehr besteuert sozusagen, also die sind abzugsfähig, ja, und aber später muss man es dann trotzdem bezahlen über die Rentenbesteuerung. Richtig, genau. Ja, also so, aber die Gerechtigkeit ist ja eben nur dann gegeben, wenn ich meine Beiträge voll abziehen konnte, wenn ich dann später die Rente voll versteuern muss. Und das ist natürlich für diese Übergangsphase, hat man das eben versucht, über dieses abgestufte Verfahren auszugleichen für die, die halt jetzt ihre Beiträge früher nicht abziehen konnten oder nicht im vollen Umfang abziehen konnten, dass eben dann auch die Renten nur anteilig besteuert wurden. Aber gegen dieses System regen sich jetzt Widerstände. Richtig, also sag mal, das war von Anfang an umschritten. Und jetzt haben ein Mathematiker zusammen mit einem Steuerberater neue Berechnungen angestellt, Anfang des Jahres, und sind halt zu der Einschätzung gekommen, dass doch eine Doppelbesteuerung vorliegt. Das heißt also, dass die Abzugsfähigkeit der Beiträge nicht in dem Maße da war, wie ich jetzt meine Renten versteuern muss. Und es ist also auch ein Richter in der Finanzgerichtsbarkeit, der das unterstützt, diese Einschätzung. Und insbesondere sollte es also gegeben sein für die Rentner, die jetzt 2020 oder später in Rente gehen. Und das soll also auch nicht nur anhalten, diese Doppelbesteuerung bis 2040, bis eigentlich das System steht, wo es stehen soll, also volle Besteuerung der Renten bei voller Abzugsfähigkeit der Beiträge, sondern reicht wohl nach den neuen Berechnungen bis 2070 sogar diese mögliche Doppelbesteuerung. So. In welchem Umfang das natürlich dann wirklich eine Doppelbesteuerung ist, das kann überhaupt noch gar keiner so richtig zweifelsfrei beurteilen. Das haben Sie nur davon, von Ihrem komplizierten Steuerrecht. Ne, ja. Aber was heißt denn das jetzt im Endeffekt für den Rentner oder für die Rentner, die aktuell schon auf ihre Renten Steuern bezahlen? Ja, also wie gesagt, das Thema wabert ja schon die ganze Zeit. Und bisher haben natürlich die Finanzverwaltung versucht, mögliche Einspruchsverfahren abzuwehren, indem die auch bei dem Thema eben umfangreiche Berechnungen etc. gefordert haben. Aber es ist jetzt gelungen, auch mit Unterstützung vom Bund der Steuerzahler, dass halt zwei Verfahren bis zum BfH gelangt sind. Und die sind also aktuell dort anhängig, werden wie gesagt voraussichtlich dieses Jahr entschieden. BfH sollte man vielleicht sagen, der Bundesfinanzhof. Ja. Richtig. Und jetzt ist eben die Frage, wie verfährt man bei Steuerbescheiden? Der Bund der Steuerzahler hatte auch angeregt beim Bundesfinanzministerium, die aktuellen Bescheide also mit einem Vorläufigkeitsvermerk zu versehen. Um eben zu vermeiden, dass jetzt wieder massenhaft Einspruchsverfahren kommen. Das Thema hatten wir schon mal beim Solidaritätszuschlag. Aber das ist nicht passiert bis jetzt, oder? Das ist bisher nicht passiert. Und muss man jetzt abwarten, wenn der BfH die zwei Verfahren dort entscheidet, ob sich daran was ändert. Und bis dahin
könnte man sagen, okay, man muss halt einen da Einspruch einlegen. Bedeutet das jetzt gerade das für die Rentner, wenn die jetzt einen Steuerbescheid bekommen und die haben eine Nachzahlung, sollen die Einspruch einlegen oder nicht? Ja, das ist eben jetzt die schwierige Frage. Ne? Aktuell gehen die Bescheide halt unter der aktuellen Rechtslage. Die Bescheide haben auch keinen Vorläufigkeitsvermerk. Das heißt, sie sind dann im Zweifelsfall, wenn die Rechtsbehelfsfrist abgelaufen ist, endgültig. So, und wenn ich also von einer möglichst positiven Rechtsprechung jetzt beim Bundesfinanzhof oder gegebenenfalls auch beim Bundesverfassungsgericht partizipieren möchte, bleibt mir aktuell gar nichts anderes übrig, als tatsächlich Einspruch einzulegen. Und man muss nur sehen, wie die Finanzämter auf die Einsprüche reagieren. Es gibt also Finanzämter, die dann sofort eine detaillierte Einspruchsbegründung wollen. Ist natürlich in diesen Fällen schwierig. In der hiesigen Region, also zumindest bei unseren Finanzämtern, haben wir jetzt die Erfahrung gemacht, wenn wir dort Einsprüche in der Form einlegen und Ruhen des Verfahrens beantragen, dass wirklich erstmal die Einsprüche, ich sag mal, zur Seite gelegt werden. Die reagieren erstmal gar nicht richtig. Also im Prinzip wird, wenn man so will, dem Ruhen des Verfahrens stattgegeben. Das ist natürlich erstmal dann die gute Möglichkeit, dass man sein eigenes Verfahren offen halten kann. Das heißt also, der Rentner muss auf jeden Fall auf seinen Steuerbescheid Einspruch einlegen, damit er eventuell spätere Ansprüche auch gewahrt weiß? Das ist auf alle Fälle so, aber das ist eben auch genau die schwierige Entscheidung. Man muss natürlich dort auch ein bisschen Kosten und Nutzen abwägen. Und zumal man natürlich auch noch nicht weiß, mit welchem Erfolg wird das mal versehen sein. Und man weiß ja auch noch nicht, sind es 5 Euro, 50, 500, 5.000, keine Ahnung. Ja, richtig. Ja? Also das Einspruchsverfahren an sich, wenn man das zum Beispiel eben selber macht, das kostet nichts beim Finanzamt. Das ist also nicht so wie beim Gericht, dass da eine Gebühr fällig wird, sondern das Einspruchsverfahren an sich ist kostenfrei. Nur wer halt dort professionelle Hilfe in Anspruch nimmt, sprich einen Steuerberater, für den entstehen natürlich Kosten. Ne? Und der muss natürlich dann wirklich abwägen, ob es sich lohnt, dann wirklich, wenn ich nur eine Steuerzahllast von 100 Euro habe, dann ein Einspruchsverfahren zu führen. Wobei man natürlich auch feststellen, dass durch die steigenden Renten, weil die Rentenanpassungsbeiträge sind ja in voller Höhe steuerpflichtig, schon die Anzahl der steuerpflichtigen Rentner zunimmt und es ergehen auch vermehrt Aufforderungen von den Finanzämtern zur Abgabe einer Steuererklärung, teilweise auch bis zu 5 Jahre rückwirkend. Ne? So. Und das heißt, wenn jetzt ein Rentner natürlich, also wir haben das schon, die also auch 600, 700, 800 Euro im Jahr bezahlen, da ist natürlich die Frage, ob ich dort einen Einspruch einlege, dann eine andere, als wenn ich jetzt, wie gesagt, nur 100 Euro bezahle. Ne? Das muss man halt ein bisschen abwägen. Im Zweifel kann aber der Steuerberater weiterhelfen. Das auf alle Fälle. Und wie gesagt, man muss halt nur überlegen, kostet dann auch Geld. Aber ist auf alle Fälle legitim, halt dort sich professionelle Hilfe zu holen, um eben wirklich das eigene Verfahren offen zu halten. Wie gesagt, bei einer positiven Rechtsprechung muss man aktuell eben Einspruch einlegen, wenn man davon partizipieren will. Und zum Abschluss wollen wir nochmal auf die Ostrentner nochmal ganz besonders schauen, weil die sind ein kleines bisschen schlechter gestellt, so habe ich das Gefühl, in Hinweis auf die aktuelle Rechtsprechung, denn da geht es speziell um die Rentenangleichung für die Ostrentner. Weil ja früher war es ja so, Westrentner haben mehr Rente gehabt, also von den Prozenten her etc., als die Ostrentner. Das ist jetzt angeglichen, aber trotzdem sind jetzt irgendwie die Ostrentner schlechter gestellt. Ja, oder etwas? Ja, sie sind etwas schlechter gestellt, weil es ging einfach um die Frage, ist der Rentenfreibetrag, der also mit dem erstmaligen Bezug der Rente entsteht, festgeschrieben oder wird diese, ich sag mal, neben der planmäßigen Renten oder neben der normalen Rentenerhöhung quasi außerplanmäßige Rentenerhöhung für die Ost-West-Angleichung auch in voller Höhe der Besteuerung unterworfen oder erhöht sich dadurch gegebenenfalls auch teilweise der Rentenfreibetrag? Weil wenn man jetzt mal sagt, 2005, wenn dort ein Westrentner in Rente gegangen ist, ist halt sein Rentenfreibetrag festgeschrieben worden auf der Basis des erstjährigen Bezugs. Und das waren ja Prozentsätze. Richtig, waren 50 Prozent. Genau. Ne? Der gleiche Prozentsatz galt halt auch für den Rentner jetzt hier im Osten. So, und nur, dass eben das Rentenniveau damals niedriger war. Damit ist natürlich auch der Rentenfreibetrag für den Ostrentner niedriger gewesen. Und das ist jetzt, sagen wir noch nicht vollständig, aber schon in großen Teilen angeglichen. Nur, dass eben diese Anpassungsbeträge, um einfach diesen Ausgleich zu schaffen, dann im Nachgang in voller Höhe steuerpflichtig sind. Und dagegen hatten sich halt auch Widerstände geregt. Und dort hat aber der Bundesfinanzhof in einer aktuellen Rechtsprechung keine Verfassungswidrigkeit drin erkannt. Das heißt, das wird also als verfassungsgemäß angesehen.
Und insofern stellt das schon, wenn man so will, eine kleine Benachteiligung der Rentner im Osten dar, dass die also einen geringeren Rentenfreibetrag letztendlich haben bei jetzt gleichem Rentenniveau, als das der Rentner in den Altbundesländern hat. Das war sicherlich ein Richter aus den alten Bundesländern. Könnte man fast vermuten. Aus den gebrauchten Bundesländern, sage ich mal. Darf man nicht sagen, ne? Vielen Dank, Dirk Vettermann, für diese Informationen zur aktuellen Rentenproblematik. Wenn Sie das nochmal nachlesen wollen, natürlich bei uns im Netz auf erztv.de oder auch auf bpw-online.de. Dort kriegen Sie das Merkblatt dazu. Können Sie alles nochmal nachlesen und dann auch entsprechend reagieren. Vielleicht müssen Sie ja auch in diesem Jahr schon Einspruch einlegen. Fragen Sie am besten nochmal Ihren Steuerberater oder auch im Lohnsteuerhilfeverein beispielsweise. Ne? Die machen das ja auch entsprechend nochmal nach, ob sich das gegebenenfalls für Sie lohnt. Vielen Dank. Wir bleiben dran an den Themen und sind im nächsten Monat wieder da, wieder mit einem anderen Thema. Mal sehen, was sich dann ganz aktuell für uns wieder auftut. Genau. Jahressteuergesetz 2020. Ich frage ja immer wieder Steuererklärung auf dem Bierdeckel, wie es einmal versprochen wurde. Da sind wir noch weit entfernt, oder? Wie gesagt, die Frage ist die Größe des Bierdeckels. Okay. Gut. Na gut, muss aber auch ein großes Glas drauf. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, Prost und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Der ErzTV Steuertipp wurde Ihnen präsentiert von den Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern Böttges Papendorf Weiler in Stolberg am Postplatz 1 und in Zwönitz, Lößnitzer Straße 3. So, da ist er schon wieder weg, unser Experte. Aber ich denke, Sie haben ein paar wichtige Erkenntnisse mitnehmen können. Und auch wenn Sie nicht selbst betroffen sind, vielleicht sind es ja Ihre Eltern oder Bekannten, die man darauf aufmerksam machen kann. Denn die Unkenntnis der Steuergesetze befreit nicht von der Pflicht zum Steuern zahlen. Die Kenntnis aber häufig. Mit diesem Zitat des deutschen Bankiers und Adligen Amschel Mayer Rothschild, der lebte von 1744 bis 1812, geht dann auch diese Sendung zu Ende. Ich hoffe, es war für Sie alle etwas dabei. Zur nächsten vollen geraden Stunde wieder die aktuellen Nachrichten. Und ich sage nun Tschüss und Glück auf.